Nikolaus Alm, Kultursprecher der Neos, ist am Wort. Hohes Haus. Ich glaube, das ist ja schon fertig. Ja, beim Haus der Geschichte ist es nicht unwesentlich, einmal zu klären, worum es sich bei Geschichte eigentlich handelt. Wir haben ja schon einige Ausführungen zur Begrifflichkeit gehabt. Geschichte beginnt in diesem Zusammenhang, wie ich gelernt habe, im Jahr 1918. Das Haus der Geschichte ist eigentlich ein Haus der Geschichte der Republik Österreich. Das ist jetzt aber keine Kritik, ganz im Gegenteil, das ist eine notwendige Klarstellung, weil es ja auch im Ausschuss zwischen den Regierungsparteien noch Diskussionen darüber gegeben hat und auch jetzt noch über die inhaltliche Ausrichtung. Mir eigentlich bin neu im Kulturausschuss ein bisschen erstaunt, auch dass das zu einem so späten Zeitpunkt noch immer diskutiert wird, aber es liegt ja in der Tat auch noch kein ganz klares, genaues Konzept vor. Dementsprechend hat das Gesetz auch eher den Charakter einer Absichtserklärung. Ein Haus der Geschichte ist ein Ort der kritischen und partizipativen Auseinandersetzung und Vermittlung von Geschichte, unterstützen wir. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, in vielen anderen Museen findet auch Auseinandersetzung mit der Geschichte statt, aber das ist jetzt nicht weiter überraschend. Das ist bei vielen Museen so, dass man sich der Vergangenheit widmet. Und dementsprechend hat auch so ein neues Haus durchaus seine Berechtigung, wenn man ihm die richtige Ausrichtung gibt. Das heißt, wenn es finanzierbar ist, auch für uns unterstützbar. Was heißt finanzierbar? Es muss eine Institution geschaffen werden, die auch genug Mittel hat, um Wege zu finden, Menschen zu erreichen, die nicht ohnehin immer nur in Museen gehen. Und wir wollen auch kein unterfinanziertes Prestigeobjekt damit unterstützen. Schauen wir uns also den abzustimmenden Vorschlag an. Das Haus der Geschichte der Republik Österreich wird in Zukunft mit rund 3,6 Millionen Euro pro Jahr finanziert werden. Das ist circa ein Fünftel bis ein Drittel der Mittel, die andere Bundesmuseen zur Verfügung haben, Marc Mumuck oder Technisches Museum. Gleichzeitig klagen die Bundesmuseen aber auch über Budgets, die nicht inflationsangepasst sind. Das Haus der Geschichte wird damit eine Minimallösung beziehungsweise eigentlich nur die Hälfte einer Minimallösung, denn in der sogenannten Haas-Studie aus dem Jahr 2009 wurden ja drei Konzepte präsentiert, die sich mit den Errichtungskosten im Bereich von 40 bis ca. 120 Millionen oder 110 Millionen Euro auseinandergesetzt haben, die auch eine wesentlich größere Fläche vorgesehen haben, nämlich von 6.000 bis ca. 15.000 Quadratmeter. Fairerweise muss man sagen, dass es sich hier um Neubaukonzepte handelt, was jetzt ja nicht mehr der Fall ist. Dennoch versucht man hier auf weniger als der halben Fläche den gleichen Inhalt zu bieten, was natürlich auch eine gewisse Herausforderung ist, wo wir gespannt sind, wie das gelöst werden kann. Der Umbau des Heldenplatzes kostet übrigens auch in der Größenordnung von 110 Millionen Euro, was in etwa den Maximalkosten aus dieser sogenannten Haas-Studie entspräche. Jetzt sind natürlich Erdarbeiten oder Schotterarbeiten am Heldenplatz eine fantastische Sache. Mich faszinieren Bagger auch, aber es ist doch Kulturpolitik an einer sehr oberflächlichen Art, in einer sehr oberflächlichen Art und Weise. Und Herr Minister, Sie werden mir vielleicht auch zustimmen, dass das nicht unbedingt die idealsten Voraussetzungen sind. Ich verstehe, dass Sie natürlich dieses Konzept verteidigen, aber auch lieber eine größere Variante bevorzugt hätten. Angesichts dieser Voraussetzungen ist es natürlich schon auch möglich, wenn man entsprechend schlaue Leute hat, dass man hier zu einem Konzept kommt, das mit dem Bruchteil anderer Häuser in Zeiten der Digitalisierung vernetzte junge Menschen in ihren Lebenswelten abholt und auf eine Reise einer wertvollen Auseinandersetzung mit der Geschichte mitnimmt. Man könnte sich vorstellen, dass diese Menschen in einen partizipativen Diskurs verwickelt werden, aber selbst wenn es diese Magier gibt, dann hat das HGÖ die Rechnung ohne den Gesetzgeber gemacht, weil dieses moderne Haus soll zwar einen Publikumsrat, ein Publikumsforum bekommen, aber Sie können sich vorstellen, wie dieser Publikumsrat zusammengesetzt wird, nämlich wie in Österreich üblich, sozialpartnerschaftlich, unter Einbindung von Kammern, Kirchen und Komitees, in dem Fall einem olympischen. Also man spürt förmlich den Wind der Innovation, denn dieses Gremium den Museen einhauchen wird, und es bleibt aber natürlich trotzdem ein bisschen der Zweifel, ob sich das tatsächlich so einstellt. Ja, kurz gesagt, ein weiteres unterfinanziertes Haus wollen wir in dieser Form nicht unbedingt unterstützen.
Generell stehen wir der Idee positiv gegenüber. Und wenn es sozusagen wie jetzt am falschen Standort mit innovativen, partizipativen Formaten von Kirchenvertretern, Landwirtschaftskammer und Olympischen Komitee heraus entwickelt werden sollen, können wir dem unsere Zustimmung nicht geben. Es gäbe noch kein Konzept für das Haus der Geschichte, weshalb es sich bei dem vorliegenden Gesetz mehr um eine Absichtserklärung handle, sagt Nikolaus Alm, Kultursprecher der NEOS.